Suche nach Tayo auf YouTube. Wenn ich aufwache, fängt endlich die Schule an. Ja. Ich frage mich, wie der Lehrer sein wird. Ich wünschte, es wäre jemand Nettes. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Oh? Hä? Wieso denn nicht? Ich habe heute Morgen von Frank gehört, dass sein Lehrer ziemlich schrecklich war. Was? Stellt euch nur vor, wie schlimm er gewesen sein muss, wenn er sogar den tapferen Frank erschreckt hat. Stimmt. Ich habe gehört, dass Max auch viel Ärger mit seinem Lehrer hatte. Wirklich? Du bekommst riesige Schwierigkeiten, wenn du nicht auf mich hörst. Meine Güte, sind Lehrer wirklich so erschreckend? Ein Schultag. Es ist ein warmer und sonniger Tag. Tayo scheint gute Laune zu haben. Ich freue mich riesig. Kinder, euer erster Schultag fängt bald an. Wirklich? Ja! Wow! In der Schule lernt ihr viele interessante Dinge. Ihr müsst auf eure Lehrer hören, verstanden? Macht dir keine Sorgen! Das wissen wir! Endlich kann ich zur Schule gehen! In der Schule muss ich mich vorstellen! Wie kann ich mich denn beliebt machen? Genau! Hallo, ich heiße Tayo! Wie wäre es damit? Oh, es tut mir leid! Ich wusste nicht, dass du hinter mir stehst! Das ist schon okay. Übrigens, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Teach. Ich habe eine Rundfahrt gemacht. Ich bin gerade erst in der Stadt angekommen. Weil die Schule sehr bald anfängt. Wow, wirklich? Ich komme dieses Jahr auch in die Schule. Dann sind wir Klassenkameraden. Was? Also, eigentlich... Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Tayo. Du bist also neu hier. Soll ich dir die Stadt zeigen? Nein. Das ist schon okay. Das ist okay. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich kenne die Gegend sehr gut. Also kannst du mich alles fragen. Oh, okay. Mir nach. Wow, Lani kommt in die Schule. Ja, ich freue mich so sehr. Du wirst viel Spaß haben. Natürlich, solange du dich nicht wie Max benimmst. Was meinst du damit? Also, als Max klein war, hat er aus Versehen... einen Eimer Dreck über den Lehrer geworfen. Und der Lehrer war wirklich sauer auf ihn. Du kannst dir nicht vorstellen, wie deprimiert er danach war. Warum musst du das jetzt sagen? Die Lehrer müssen ja schrecklich sein, wenn sogar Max Angst bekommt. Glückwunsch, Rogi. Du scheinst schon erwachsen zu sein. Natürlich! Jetzt bin ich ein Bus, der zur Schule geht. Am ersten Tag bist du bestimmt nervös. Mach dir keine Sorgen und sei ganz entspannt. Ja, wenn du zu nervös bist, könntest du Fehler machen wie Frank. Oh? Oh? Frank hat einen Fehler gemacht? Ja, Franks Wasserschlauch hat getropft und das ganze Klassenzimmer war überschwemmt. Wirklich? Das war nur, weil ich zu nervös war, vor dem Lehrer zu stehen. Oh nein! Wie schrecklich sind die Lehrer, wenn sie Frank so nervös machen? Danke, Tayo. Du bist ein guter Stadtführer. Nicht der Rede wert. Was meinst du? Willst du den tollsten Ort der Stadt sehen? Den tollsten Ort? Hier ist er. Oh. Ist das nicht toll? Das ist unser Spielplatz. Wirklich? Und willst du zuerst auf die Rutsche? Was? Nein, danke sehr. Ach was, hab doch keine Angst. Das ist doch gar nicht so schlimm. Warte, wirklich nicht nötig. Juhu! Wie hat es dir gefallen? Das macht Spaß, oder? Willst du noch mal rutschen? Kerry, Bomba! Hallo! Ich bin froh, dass du hier bist. Mir ist etwas dazwischen gekommen und ich muss los. Kannst du kurz auf die Babyautos aufpassen? Oh, natürlich! Mach dir keine Sorgen um sie. Was könnten wir machen? Oh ja, warum spielen wir nicht Schule? Schule spielen? Ja, dann lass uns doch Lehrer und Schüler spielen. Oh, das macht bestimmt Spaß. Das klingt toll. Okay, dann bin ich der Lehrer
Und ihr seid alle Schüler. Was? Wow! Fangen wir an. Ja, Tayo! Wir beginnen heute als erstes mit Musikunterricht. Ich singe vor und ihr versucht, es mir nachzusingen. Okay! Wie sieht der rechteckige Bus aus? Wie sieht der rechteckige Bus aus? Er sieht so aus wie eine leckere Scheibe Brot. Sieht aus wie eine leckere Scheibe Brot. Das ist doch falsch! Also, nochmal! Wie sieht der rechteckige Bus? Was bedeutet rechteckig? Das ist... Rechteckig bedeutet also... Was ist denn eine Scheibe Brot? Eine Scheibe Brot ist, ein rechteckiges Stück Brot. Was heißt denn rechteckig? Stopp! Stopp! Es ist Musikunterricht. Wir müssen singen. Einen Augenblick. Was? Kinder, seht ihr Tayus Fenster? Eine Form, die so aussieht und vier gerade Linien hat, ist ein Rechteck. Und eine Scheibe Brot ist ein Stück Brot, das in eine rechteckige Form, ähnlich wie diese, geschnitten wird. Ich weiß! Ich habe schon eine Scheibe Brot gesehen! Ich helfe euch, intakt zu bleiben. Singen wir es nochmal? Okay! Wie sieht der rechteckige Bus aus? Wie sieht der rechteckige Bus aus? Er sieht aus wie ein... Wow, Teach ist sehr nett! Sieht so aus. Ich wünschte, mein Lehrer in der Schule wäre wie Teach. Tayo, der kleine Bus. Wenn ich aufwache, fängt endlich die Schule an. Ja. Ich frage mich, wie der Lehrer sein wird. Ich wünschte, es wäre jemand Nettes. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Oh? Wieso denn nicht? Ich habe heute Morgen von Frank gehört, dass sein Lehrer ziemlich schrecklich war. Was? Stellt euch nur vor, wie schlimm er gewesen sein muss, wenn er sogar den tapferen Frank erschreckt hat. Stimmt. Ich habe gehört, dass Max auch viel Ärger mit seinem Lehrer hatte. Wirklich? Du bekommst riesige Schwierigkeiten, wenn du nicht auf mich hörst. Meine Güte, sind Lehrer wirklich so erschreckend? Hallo, Kinder. Hanna! Oh, was ist das? Oh, diese Abzeichen müsst ihr tragen, wenn ihr zur Schule geht. Wow! Steck es mir an! Okay. Tada! Juhu! Die braucht ihr, wenn ihr zur Schule geht. Deshalb solltet ihr sie wirklich nicht verlieren. Verstanden? Okay! Am folgenden Tag fahren die kleinen Busse zum ersten Mal zur Schule. Das ist also die Schule! Das ist so cool! Ja, stimmt! Tayo, wo ist dein Abzeichen? Oh nein! Wo ist es denn? Wenn der schreckliche Lehrer herausfindet, dass du kein Abzeichen hast, bekommst du Schwierigkeiten. Was mache ich denn nur? Ich muss etwas tun. Ihr fahrt schon mal ins Klassenzimmer. Wo ist denn das Abzeichen? Tayo! Oh, Teach! Warum bist du noch nicht in der Schule? Ich habe mein Abzeichen verloren und weiß nicht, wo es ist. Was? Teach, du hast ja auch kein Abzeichen. Oh. Der schreckliche Lehrer wird so wütend auf dich sein, wenn du kein Abzeichen hast. Oh, schrecklich? Keine Sorge, der Lehrer ist vielleicht gar nicht so schrecklich. Glaube ich nicht. Alle haben gesagt, dass Lehrer schrecklich sind. Okay, was meinst du? Was, wenn ich gar nicht zur Schule fahre? Was? Wenn wir sowieso in Schwierigkeiten sind, sollten wir vielleicht gar nicht hinfahren. Tayo, ehrlich gesagt bin ich auch ziemlich nervös. Ich gehe zum ersten Mal zur Schule. Aber wenn du mit mir mitkommst, würde mir das wirklich sehr helfen. Oh, wirklich, Teach? Natürlich. Wir gehen zusammen zur Schule, Tayo. Kommst du? Wenn du meinst. Aber bleib bei meiner Seite, okay? Okay, danke. Hallo, Freunde. Hallo, Tayo. Hallo. Wo ist denn dein Abzeichen? Nein, ich hab's nicht. Was? Wo ist Teach?
war vor kurzem bei mir. Freunde, der Lehrer kommt. Wo bleibt Teach denn nur? Der Lehrer kommt gleich. Ist das nicht Teach? Das ist eine Erleichterung. Sie ist da. Guten Morgen. Oh, ich bin Frau Teach und ich bin eure Klassenlehrerin. Was? Hallo, Frau Teach. Teach ist die Lehrerin? Oh nein, das wusste ich nicht. Tragen alle ihre Schulabzeichen? Oh ja, Teach. Hebt das Rad an, wenn jemand sein Abzeichen nicht trägt. Dein Abzeichen ist ein wichtiges Symbol, das zeigt, dass du ein Schüler bist. Trage es bitte nächstes Mal. Okay. Ihr seid alle bestimmt nervös, zum ersten Mal in der Schule zu sein, oder? Ja! Ich war auch sehr nervös, als ich zuerst in die Stadt kam. Aber dann zeigte mir ein sehr guter Freund netterweise die Stadt und hat mich auf dem Weg zur Schule begleitet. Oh? Ich hoffe, ihr helft euch gegenseitig und habt viel Spaß miteinander. Ja! Zuerst stellen wir uns gegenseitig vor. So beginnt also das Schulleben für die kleinen Busse. Tayo freut sich auf die kommenden Tage, dank seiner freundlichen Lehrerin Frau Teach. Ausflug zum Bauernhof. An einem wunderschönen Morgen wartet Kinder auf seine Freunde vom Kindergarten. Wann kommen sie endlich raus? Alle sehen total glücklich aus. Heute fahren wir zum Bauernhof. Ja, wir machen unser eigenes Gemüse. Rein mit euch. Ratzfatz sind wir schon da. Okay, ja, los. Seid vorsichtig. Okay, wir fahren los. Kinder und die Kinder kommen beim Bauernhof an. Wir sind da. Langsam, schön vorsichtig. Und hier werden wir unser eigenes Gemüse anbauen. Wow. Wie toll. Guck mal. Cool. Hallo, Kinder. Willkommen. Hallo. Willkommen auf meiner Farm. Was ist das für ein Gemüse da? Und was ist das da? Das werdet ihr bald selbst herausfinden. Wenn ihr euch gut um euren Garten kümmert, werdet ihr sehen, welches Gemüse wächst. Das könnt ihr doch, oder? Ja! Sieht nach Spaß aus. Die Kinder finden sich in Pärchen zusammen und hören dem Bauern zu. Kinder, was braucht Gemüse, um groß und stark zu werden? Mama hat gesagt, wenn ich viel esse, werde ich groß und stark. Ja, aber anstelle von Essen, mein Kleiner, braucht Gemüse, Sonne, Wasser und Dünger, um zu gedeihen. Verstehe. Sollen wir das Feld wässern und düngen? Ja! Das finde ich klasse. Das wird super. So, bitteschön. Hierhin damit. Okay. Ihr seid bestimmt durstig. Trink viel, damit ihr schnell wachsen könnt. Kinder, guck mal hier. Eine Raupe. Nach dem Tag auf dem Bauernhof bringt Kinder alle Kinder zurück in die Stadt. Ich frage mich, was alles in unserem Garten blühen wird. Ich hoffe, dass Erdbeeren drauf wachsen werden. Das wäre toll. Oder riesige Wassermelonen. Ich hoffe, dass leckere Schokolade in unserem Garten wachsen wird. So ein Quatsch. Sei nicht dumm. Regnet es etwa? Was, wenn der Regen das Gemüse zerstört? Ja, das stimmt. Was ist, wenn es sich erkältet? Keine Sorge. Regen ist doch gut und hilft dem Gemüse beim Wachsen. Meinst du wirklich? Natürlich. Der Bauer hat doch gesagt, dass Gemüse Wasser braucht, um groß und stark zu werden. Das stimmt. Hat er. Ich hoffe, es regnet viel, damit unser Gemüse groß und stark wird. Ja! Ja! Ein paar Tage später fährt Kinder alle Kinder wieder zum Hof. Oh, guck mal da vor! Ja! Yeah!
aber gewachsen. Schön. Unser Gemüse sicher auch. Oh ja, lass uns gucken. Warum ist unser Gemüse so klein? Ich weiß nicht. Unser Gemüse ist das allergrößte. Unseres ist auch gewachsen. Nur unseres ist nicht gewachsen. Wir haben es gewässert und gedüngt und es ist immer noch klein. Oh, Leute, seht euch das an! Oh, wow! Ist das schön! Hey, hey, das Gemüse in unserem Garten hat Blüten. Wow, hat es wirklich. Ich wünschte, unseres würde auch schnell blühen. Wenn wir uns anstrengen, blüht unser Gemüse auch bald. Auf jeden Fall. Von diesem Tag an kümmerten sich die Kinder noch mehr um ihren Garten. Kinder fährt mit den Kindern zurück in den Kindergarten. Wir sind wieder da. Schön langsam. Juhu. Wir sind zurück. Hallo, Kinder. Hallo. Mama. Dann sehen wir uns morgen wieder, ihr Lieben. Bis morgen. Wiedersehen. Papa, unser Gemüse ist so richtig groß geworden. Unseres auch. Unser Gemüse ist riesig. Dori, was ist denn los? Von allen ist das Gemüse so schön gewachsen. Nur unseres überhaupt kein bisschen. Sei nicht traurig, mein Schatz. Bald wird dein Gemüse bestimmt auch groß sein. Okay. Dori. Tayo, der kleine Bus. Dori ist meinetwegen so richtig traurig gewesen. Das ist es. Ich werde seinem Gemüse beim Wachsen helfen. Von nun an fuhr Kinder jeden Tag zum Bauernhof und kümmerte sich um das Gemüse. Kinder! Oh, Kinder! Oh, hallo, Leute! Hast du Lust, mit uns zum Spielplatz zu fahren? Ja. Ich bin momentan wirklich viel beschäftigt und jetzt muss ich schon wieder los. Bis dann! Okay, bis dann! Und da? Einige Tage später fährt Kinder wieder zum Hof. Ich habe mich so angestrengt mit dem Gemüse, es ist bestimmt gewachsen. Oh! Es ist ja immer noch nicht so weit. Das kitzelt! Weg da! Oh nein! Oh nein! Ich hab den Garten ruiniert! Wenn die Kinder den Garten sehen, werden sie wütend sein. Du hast alles kaputt gemacht. Kinder, nur Ärger. Oh nein.
entschuldige mich. Am nächsten Tag fährt Kinder wieder alle Kinder zum Hof. Wie sage ich es Ihnen bloß? Heute ernten wir das Gemüse, das wir vor einigen Tagen gesät haben. Ich freue mich! Super, ich kann es kaum erwarten. Dori, diesmal wird unser Gemüse gewachsen sein, oder? Oh, na klar. Unser Gemüse wird riesengroß sein. Oh nein. Sie werden sich so ärgern, wenn Sie den ruinierten Garten sehen. So, wir sind da. Passt bitte auf, wo ihr hintretet. Schneller! Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Ich muss euch was sagen. Was ist denn passiert? Ja, ich muss euch etwas beichten. Was ist denn hier bloß passiert? Unser Garten ist kaputt. Eigentlich hatte ich mich um euren Garten gut gekümmert. Aber dann habe ich ihn aus Versehen ruiniert. Es tut mir so leid, wirklich. Hey, was ist denn das da drüben? Was ist das? Das sind Kartoffeln. Sie sind unter der Erde gewachsen und deshalb haben wir nichts davon gewusst. Wie schön, da bin ich aber wirklich froh. Habt ihr alle euer Gemüse geerntet? Ja! Unser Gemüse sind schön lange Auberginen. Wir haben wunderschöne rote Tomaten geerntet. Und wir haben viele große Kartoffeln ausgebuddelt. Ich muss sagen, das habt ihr alle richtig klasse gemacht. Ihr seid alle kleine Bauern. Kinder, danke, dass du dich um unseren Garten gekümmert hast. Dank dir sind unsere Kartoffeln richtig groß geworden. Toll. Darum wollen wir dir etwas schenken. Wow, wie lieb von euch. Pass darauf genauso gut auf, wie du auf unsere Kartoffeln aufgepasst hast. In Ordnung? Na klar, mach ich. Vielen lieben Dank euch beiden. Auf dem Hof Gemüse anzubauen, hat Kinder und die Kinder um eine tolle Erfahrung bereichert. Danke, Miss Teach. Die kleinen Busse fahren zur Schule. Es muss beim Rauffahren richtig rutschig sein. Na sicher. Oh nein, ich bin zu spät. Da ist sie. Verstecken wir uns. Ist alles okay? Ja, mir geht es gut. Jemand muss etwas auf den Boden geschüttet haben. Auf den Boden? Mhm. Oh oh. Ist das etwa Motoröl? Das ist lustig. Das stimmt. Speed, Shine. Ihr wart das. Lani hätte sich fast verletzt. Tut uns leid. Wir werden uns heute verschiedene Reifenformen ansehen. Lani sah vorhin total witzig aus, findest du nicht? Sah ja so aus. Was ist los, Rogi? Sieh dir das an. Oh, was soll das? Wenn ihr euch mal dieses Bild anseht. Leute, albert ihr schon wieder rum? Ich habe leider keine Wahl. Dreht euch um und steht still. Okay. Das war's für heute. Juhu! Es ist endlich vorbei. Speed, Shine, ihr dürft noch nicht losfahren. Was? Wieso nicht? Ihr zwei habt zusammen den Flur verschmutzt. Bringt das in Ordnung. Okay. Ich will jetzt spielen. Wir können das erledigen und dann losfahren. Versteht ihr keinen? Oh, Schein! Oh, wo kommt
kommen denn die Seifenblasen her? Speed! Shine! Was macht ihr da? Wir machen natürlich sauber. Ganz genau. Ihr zwei, es reicht. Früh am nächsten Tag müssen Speed und Shine zur Strafe etwas erledigen. Oh, was machen wir so früh hier? War doch klar, dass Miss Teach sauer war. Ich weiß. So, es ist alles verladen. Hannah. Hallo. Hey, Hart. Hallo. Okay, jeder von euch nimmt einen hiervon. Alles klar. Wie nett von euch, dass ihr so früh aufsteht, um eurer Lehrerin zu helfen. Wirklich nett. Also, na ja, klar, weil wir total stark und cool sind. Und wir sind auch ganz besonders schnell. Ach, seid ihr das? Klar sind wir das. Also dann bis später. Okay, bis nachher. Sind wir bald da? Es ist so schwer. Ach, das ist doch gar nichts. Meins ist noch viel schwerer. Ja, jetzt guck doch mal. Guck, wie viel ich ziehe. So toll ist das auch nicht. Was? Was sollen wir tun? Keine Ahnung, lass uns verschwinden. Speed! Warte! Luki und Pat wurden losgeschickt, um das Chaos auf der Straße zu beseitigen. Fahren Sie bitte da entlang. Puh, geschafft. Gut gemacht, Rookie. Rookie, oh. Pat, was ist hier los? Diese Reifen sind auf die Straße gerollt und haben ein totales Chaos angerichtet. Reifen? Diese Reifen sehen aus wie die, die Speed und Shine mitbringen sollten. Das waren also Speed und Shine, hä? Huh? Oh, was machen wir jetzt? Sollen wir ihnen sagen, dass es uns leid tut? Nein, sie werden sauer sein. Oh, diese Kinder. Wo sind Speed und Shine jetzt? Ich bin sicher, das war keine Absicht. Ja, aber... Ich rede mit ihnen und kläre das mit ihnen. Ich vertraue Speed und Shine. Sie sind manchmal etwas ungestüm, aber es sind tolle Kinder. Dann lassen wir sie das mal machen, Miss Teach. Oh, okay, viel Erfolg. Vielen Dank, Rookie und Pat. Miss Teach? Da seid ihr ja. Die Reifen sind aus Versehen losgerollt, oder Schein? Ja. Okay, jeder macht mal Fehler. Ihr wart nicht vorsichtig genug. Passt nächstes Mal besser auf. Ja, klar. Tayo, der kleine Bus. Oh, und ich hätte gedacht, sie wäre sauer. Ja, wir haben schon wieder Mist gebaut. Da hast du zwar recht, aber... Und sie glaubt trotzdem noch an uns. Speed? Wir werden sie nicht mehr enttäuschen. Wir zeigen allen, dass wir uns ändern können. Uns ändern können? Ganz genau. Wir machen keinen Ärger mehr und helfen ab sofort anderen. Alles klar, das kriegen wir hin. Legen wir los. Okay. Hört mal alle her. Joey, der Magier, besucht heute unsere Schule. Er hat wirklich viele Requisiten dabei. Es wäre also nett, wenn ihn jemand abholen würde. Miss Peach, ich hol ihn ab. Ich auch. Wirklich, ihr zwei? Ja, wir kümmern uns darum. Wir sind schnell wie der Blitz. Ihr macht nur schon wieder Ärger. Richtig. Wir können Speed und Shine nicht trauen. Nein, wir geben uns diesmal Mühe, Tayo. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Okay, dann gebt euch Mühe, Speed und Shine. Ja, vielen Dank. Joey! Joey! Hallo! Komm, hüpf rein! Ja, es warten schon alle. Ach, wirklich? Dann mal los. Hm?
Miss Teach wird sich freuen, wie gut wir diesmal alles hinkriegen. Aber sowas von. Na, los, schneller! Das gibt's doch gar nicht. Wo ist er hier nicht? Was ist denn los? Oh nein! Hey, ich bleib gefälligst hier! Fängst mich nicht! Soll ich Rookie und Pat rufen? Unbedingt! Rookie und Pat? Wir kriegen richtig Ärger, wenn sie das mitbekommen. Ja. Schein, lass uns abhauen, komm! Was? Speed! Was ist mit dir, komm! Nein! Speed, wir haben es versprochen! Versprochen? Aha. Wir haben Miss Teach versprochen, sie nicht zu enttäuschen. Ich vertraue Speed und Schein. Du hast recht, das haben wir. Also bringen wir das in Ordnung. Alles klar, packen wir es an! Hab dich geschnappt. Geschnappt. Aber was ist denn jetzt mit meinen Requisiten? Fahrt vorsichtig. Hey, könntest du bitte ein wenig weiter links fahren? Schön langsam und vorsichtig. Wow. Dank Speed und Schein ist bald wieder alles in Ordnung. Das habt ihr gut gemacht. Lasst uns losfahren. Alles klar. Klar. Was ist denn los? Ich möchte Zaubertricks sehen. Wieso brauchen Sie so lange? Ich wusste, dass das passieren wird. Es war wirklich keine gute Idee, Speed und Schein zu schicken. Tja, der große Rogi hätte wohl fahren sollen. Lasst uns noch ein wenig länger auf Sie warten, okay? Na gut. Hoffentlich ist nichts passiert. Miss Teach, wir sind wieder da. Hallo alle zusammen. Wow, es ist Joey. Wieso hat es so lange gedauert? Wir mussten kurz anhalten. Aber jetzt ist alles gut. Speed, Schein. Was machen Rookie und Pat denn hier? Haben Speed und Schein etwa schon wieder Ärger gemacht? Rookie, Pat, kann ich euch helfen? Tja, also auf der Straße herrschte vorhin völliges Chaos. Schon wieder? Also das. Aber die beiden haben alles wieder wunderbar in Ordnung gebracht. Oh, echt? Großartig! Aber sicher, sie haben so hart gearbeitet, damit ich ihren Freunden meine Zaubershow zeigen kann. Wow! Ja. Verstehe. Das war mir nicht klar. Alles nur dank Ihnen, Miss Teach. Sie haben uns vertraut. Oh, Speed, Shine. Selbst als wir nur Quatsch gemacht haben. Danke, Miss Teach. Keine Ursache. Ich wusste, dass ihr das schafft. Oh, das ist so berührend. Jetzt kann die Show endlich anfangen. Schein, wo sind meine magischen Requisiten? Oh nein! Sie sind noch auf der Straße. Was? Ich bin gleich wieder da. Ich komme mit dir. Oh, Leute. Aber nicht rasen, Kinder. Speed und Schein haben sich positiv verändert. Vielen Dank, Miss Teach.